Von der Schule mitten ins Labor. Das freiwillige soziale Jahr in der Wissenschaft macht es möglich. Es macht mir einfach sehr viel Spaß und es ist streckenweise sogar noch spannender, als ich es mir vorgestellt habe. Orientieren, ausprobieren, Laborluft schnuppern. Vor allem möchte ich mir sicher sein, dass ich das dann später machen möchte, was die hier arbeiten. Also weil Forschung mich auch besonders interessiert. Nachwuchs für die Forschung. Die Wissenschaft braucht ständig neue Leute, die sie machen. Neugierig, schlau, kreativ. Die zukünftigen Forscherpersönlichkeiten. Der wichtigste erste Punkt bei der Nachwuchsförderung für die Forschung ist, Menschen, junge Menschen überhaupt an die Forschung heranzuführen, dass sie ausprobieren können. Ist das was für sie? Und wenn sie merken, dass das was für sie ist und wenn die Ausbilder merken, dass sie geeignet sind dafür, dann sie weiter zu fördern und zu qualifizieren, dass sie zu eigenständigen Forschern werden können. Felix hat letzten Sommer Abitur gemacht und möchte Medizin studieren. Weil sein Abi-Durchschnitt nicht sofort für einen Studienplatz reicht, ist er jetzt erstmal hier. Bei einer Studienorientierungsorganisation wurde mir gesagt, dass es neben dem normalen sozialen Freiwilligenjahr auch noch ein wissenschaftliches freiwilliges Jahr gibt, was noch ja, recht jung ist und nicht so bekannt ist wie das normale FSJ. Und habe mir dann überlegt, dass dieses wissenschaftliche Jahr auf jeden Fall eine coole Sache sein könnte. Und ja, habe mich dann entschieden, das zu machen. Das freiwillige soziale Jahr in der Wissenschaft ist ein neues Angebot der Nachwuchsförderung. Im SFB 841 gibt es jetzt erstmals zwei Plätze. Felix gehört zum Teilprojekt C7. Hier geht es um die Frage, wie Leberkrebs entsteht. Auch bei wissenschaftlichen Meetings ist er dabei. Es war am Anfang teilweise anstrengend zu verstehen, was dort gerade besprochen wird. Aber es war zum anderen auch irgendwo in gewissermaßen eine Ehre, dort dabei sein zu dürfen, obwohl er eigentlich nur irgendwo ein FWJler ist, also ein Praktikant. Dieses freiwillige Jahr bietet mehr als Hilfstätigkeiten im Labor. Was man in so einer Gruppe schaffen kann, was man in einem SFB schaffen kann, ist halt eine gute Förderung für junge Leute, die eben darüber hinausgeht, dass man den ganzen Tag im Labor ist, sondern auch umfasst, dass die Leute lernen, wie liest man wissenschaftliche Arbeiten, wie schreibt man wissenschaftliche Arbeiten. Wie geht man mit Daten um und aber wie präsentiert man sich und wie diskutiert man? Miriam interessiert sich für ein Biochemiestudium, ist sich aber noch nicht sicher. Es gibt ja nur so viele neue Studiengänge, so mit Life Sciences und Co. Ich wollte mich dann halt auch mal so informieren, was es da alles auch gerade an neuen Studiengängen gibt, wenn ich hier so noch ein paar Erfahrungen gesammelt habe. Ich denke, es ist ein Vorteil für beide Seiten. Zum einen ist es ein Vorteil für jede Arbeitsgruppe, junge Leute zu haben, weil die viele Sachen noch ganz anders sehen, motiviert sind und wissbegierig sind. Und zum anderen ist es natürlich ein Vorteil für die Person, die kommt, weil sie in so einem freiwilligen Jahr sehr früh erkennen kann, ob denn die Wissenschaft was für sie ist. Und wenn das was für sie ist, kann sie bereits erste Erkenntnisse sammeln und erste Erfahrungen sammeln. Frischer Wind für das Labor und jede Menge Einblicke in die Welt der Wissenschaft. Eine Chance für alle. Die Freiwilligen bekommen die gleichen Leistungen wie Teilnehmer anderer sozialer Jahre auch. 375 Euro im Monat als Taschen- und Verpflegungsgeld. Fachliche Betreuung und Anleitung in den Laboren. Seminare, zum Beispiel ein Bewerbungstraining und ein Erste-Hilfe-Kurs. Beiträge zu den Sozialversicherungen. Freie Fahrt im Hamburger Verkehrsverbund und am Ende ein qualifiziertes Zeugnis. Im Sonderforschungsbereich 841 ist das freiwillige soziale Jahr in der Wissenschaft ein Instrument der Nachwuchsförderung. Daneben gibt es weitere. Wir machen Schülerprojekte, wo wir für einen Tag mit Schülern arbeiten und unsere Forschung vorstellen. Ganz wichtig ist für uns das Graduiertenkolleg für Medizinstudenten, bei denen angehende Ärzte ein Jahr lang freigestellt werden mit einem Stipendium, sich ausschließlich der Forschung zu widmen und dann auch systematisch an die Forschung herangeführt werden. Und auch später, die qualifizierten Ärzte, versuchen wir über kürzere und längere Forschungsaufenthalte im Labor an die Entzündungsforschung und Leberforschung heranzuführen. Felix nutzt die Chance, viel von der wissenschaftlichen Arbeit mitzukriegen und selbst auszuprobieren.
Die biomedizinische Grundlagenforschung braucht Mediziner, die wissenschaftlich arbeiten. Ob das seine Perspektive ist? Also ich mache das FWJ auch aus dem Grund, um festzustellen, möchte ich später, wenn ich Medizin studiert habe, in den klinischen Bereich gehen oder vielleicht doch eher in die Wissenschaft. Ist vielleicht die wissenschaftliche Richtung, die Forschung doch auch eine Möglichkeit und bin gerade noch dabei, mir darüber im Klaren zu werden. Miriam sind jetzt nach 5 Monaten Zweifel gekommen an ihrem Berufswunsch Biochemie. Sie denkt inzwischen an ein Psychologiestudium. Das freiwillige Jahr ist für sie eine gute Möglichkeit, dies vorher herauszufinden. Bei uns zum Beispiel in Freiburg gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit dazu oder den Zugang. Ich denke, es wäre super, wenn es so etabliert wird wie FSJ oder zumindest freiwilliges ökologisches Jahr. Würde viel helfen, denke ich. Das freiwillige soziale Jahr in der Wissenschaft steckt im Sonderforschungsbereich 841 noch in der Pilotphase. Doch in Zukunft soll das Projekt mehr jungen Leuten Einblicke in das Berufsfeld der biomedizinischen Forschung ermöglichen.